Grüß dich, Schuster. Warte, möchtest du mich mal filmen? Ja, ja. Da kommst du dann als Nachthupfer. Das kann Weißbriach sein. Dann geht man halt ins Bett. So, wir starten zu einer kleinen Rundfahrt durch Weißbriach. Starten selbstverständlich bei unserem Urlaubsquartier, Familie Sandner, Haus 44. Jetzt geht's bergab. An der katholischen Kirche. Das war früher immer mein Schreckensweg nach Hause. Nicht asphaltiert, ohne Straßenbeleuchtung. Schönes Wetter, unsere Außenplätze. Auf der rechten Seite Memmer, Gasthof Memmer, Alte Post. Tja, Brunnenwirt, Vorderansicht, alles ein bisschen schöner, feiner. Ja, und das ist die Fifth Avenue von Weißbriach. Jetzt mit Bürgersteigen, schön Laternen. Es ist nicht so, dass die Bürgersteige abends hochgeklappt werden, aber es ist halt niemand ab 8 Uhr mehr auf den Straßen. Alles ein bisschen feiner geworden. Muss man sich auch erst dran gewöhnen. Und hier das Gemeindezentrum. Bürgermeister sitzt da, Gendarmerie, Veranstaltungssaal, Café Domenik mit Diskothek, auf der rechten Seite die Feuerwehr. Es geht das Gerücht drum, dass Räuber Hotzenplotz hier schon mal eingesessen hat. Kaffee, Steinmänner, Eis, eine Kugel, 7 Schilling, Stand August 1986, teuer, teuer. Kann man froh sein, dass man nur 2 Kinder hat, die zum Glück auch nicht so gerne Eis essen. So, jetzt geht's weiter. Oh, vorne das schöne neue blaue Haus, Pizzeria König, Gasthof König.
kleine Portion, hohe Preise, schlechte Qualität. Leberkäse mit Bratensoße und ungenießbaren Bratkartoffeln. Naja, die Erfahrung muss man machen. Da gibt es jeden Morgen die Süddeutsche. Ja, und jetzt das neue Prachtstück von Weißbier. Marktplatz mit halbfertigen Brunnen. Leider fehlen die alten, schönen neuen Bäume. Gasthof Waldner zum Löffle. Mit schönen Außenplätzen. Spar vom Herbert Waldner. Kommt dank unserer Anwesenheit auch ganz gut zurecht. So, geradeaus geht's zum Schwimmbad. Davor der Schuster. So, wir fahren jetzt wieder Richtung Oberdorf. Aha. Kommen wir auch beim Egger vorbei. Den Brunnen kennen wir noch von früher. Keine Pferde mehr. Wahrscheinlich mehr spezialisiert auf Traktoren. Stefanis Lieblingshaus. So. Bei der Kelag links hoch übers Feld. Unsere abendliche Abkürzung. Jetzt wählen wir aber den... die Gößring. Jawohl, die Gößring. Imi bremst klugerweise ab. So, wir wählen jetzt den fürs Auto praktischeren Weg geradeaus. Das Oberdorf. Oh, die Wolken hängen aber oben an der Napalalm. Daher sicherlich auch so viel Wanderer unterwegs. Schlechte Konjunktur fürs Schwimmbad. Seit Verkehr wieder. Naja, wie spät haben wir? 10 vor 10, Raschauer. Wenig bekannte Gesichter heute unterwegs. So, hier rechts geht's in die Gößring, in das Tal, zum kleinen Stausee. Wir fahren jetzt geradeaus. Rechts kommt gleich Gästehaus Egger, Arbeitsplatz von Rose. Und hier auf der linken Seite, das ist das Haus, wo ich meiner Glanzzeit mal ein Auto leicht demoliert habe. So, hier wohnt Kapellmeister Bastian. Nochmal in Gedenken. Die schönen dicken Steine. Ford 17M, leicht eingedrückt. Naja. Unwissend, dass der Vater eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen hatte. Hubmann. Haben auch einmal ein Jahr gewohnt.
Platz mit alten Brunnen. Das ist der Weg zum Försterhaus hoch. Und hier die Hausnummer. Was haben wir hier? 42. Axel ist nicht da, nur eine Katze. So, da oben der Peitsche. Dominik. So, und da sind wir wieder. Sandner, Haus 44, Ausgangspunkt unserer Fahrt.